möchte ganz besonders begrüßen den Bürgermeister aus unserer Nachbargemeinde, ebenso Pater Thomas, die prominente Delegation des Tourismusverbandes Aachensee und natürlich unseren Autor, der heute dann die Buchpräsentation vornehmen wird, Martin Reiter. Der Händler angefangen hat, was in ganz Europa unterwegs waren, die Zillertaler, und dann war es ja, die Zillertaler sind geschäftstüchtig, die können wir sogar bei jedem Witz kriegen, das war und so weiter. Also fast so wie die Aachentaler. Ne? Ja, und wenn wir da weiterschauen, aus dieser Geschichte heraus sind dann die Nationalsänger entstanden und die erste Mal, also die Urrainer, wenn wir sagen, die, wie ich schon gesagt habe, die vier Brüder und die Schwester Maria, die dann 1822 im Schloss Fügen vor Zar und Kaiser, die wohl also zum Kongress nach Verona sind, und 1827 in England und sind da von einem Hof zum anderen gereicht worden. Und man sieht links, 1827 hat man diese Tiroler Lieder dann schon auf Englisch übersetzt. Das sind da Auftreten von König George, das war der Vater von der Victoria dann, und die Maria hat dann auf dem Thron den George Opus. Gibt es eine Karikatur in allen Zeitungen, wo das drin ein Skandal. Die Hofdamen haben eigentlich den Mord, aber sie würden erwürgen, umbringen werden. Dabei hat sie einen Opus, die hat halt nichts gemacht, der in Tirol ist, das ist halt so. Also, ja, das ist ein kleiner Bursche Kraft, deswegen bei uns auch in der Zillertaler Uhr. Also das Wort damals üblich. Und natürlich hat es auch eine andere Dimension, damals war das Rauch, haben es mit 12 oder 10 schon gekracht. Ja. Und er ist dann auf die Alp gekommen, ein Dux sind da gewesen. Lanersbach haben sie ihn dann eingeladen, weil sie gehört haben, dass der so gut singen kann. Und nachher haben sie eingeladen an der Kirche, da hat er noch einen Singer kennengelernt, hat er noch zu essen gehabt, zu trinken gehabt. Das Einzige, was er in seiner eigenen Lebensbeschreibung da schreibt, ist, dass er da mit Unterhosen quasi ist. Der Kirche, die sonst noch gar nicht gegeben, sondern mit den Unterhosen auf dem Kogel der Kirche und singt. Also, er hat ja natürlich nicht viel gehabt damals. Und was oben, die waren sehr viel unterwegs auf den Märkten im Inder mit den Butterkugeln, wie man sieht da oben. Das waren Butterkugeln rein und in Lanersbach die Kirche da drinnen hat der Ludwig Reiner aus Jungerburg schon gesungen. Später noch bestärkt hat der Lowell Mason, der war in Boston der Musikguru, der hat die Händel Society und so weiter, also nicht die Händel zerrissen, sondern Komponist Händel, gegründet und war einer der größten Fans von die Reiner und da findet man sogar in den Zeitungsartikeln als Referenz, wo er schreibt, vielleicht quasi sollen die es besuchen. Und dann ist nach Russland gegangen, wie man sieht da unten, so mit Schlittenfahrten nach St. Petersburg, wo sie, wie gesagt, abwechselnd also 10 Jahre waren und der Reiner, wie gesagt, das war nicht gleich ein Marketingmensch, er war natürlich auch ein Top-Verkäufer und hat dann in Russland die ganzen Spielhornfedern aufgekauft und den Österreicher die Kaiserjäger verkauft. Und damit weiß man eigentlich, wie das Ganze gelaufen ist. Wirklich ein Tourismuspionier, nicht nur ein Sänger, Händler. Dann sieht man da ganz eine tolle Geschichte links. So ein Plakat hat er in Zürich drucken lassen. Das Plakat ist so 5-6 cm groß. Mit dem haben die überall geworden. Also da sieht man auch die Anlage, wie schön da die Allee war. Da noch eins von den letzten Bildern, das war in der Zeitung in der Links, wie es ausgeschaut hat vor dem Brand, weil 1900 ist ja dann abgebrannt der Seehof. Rechts sieht man einen Brief von Victor Reiner, der war dann noch unterwegs, weil der Vater nicht mehr auf dem Weg war, hat eigene Sängergesellschaft gehabt, war sehr viel im Iran. Er war ein bisschen ein Hallodri anscheinend und nicht gerade Geschäftstücher. Und jetzt hatte ich noch ganz kurz den Abschluss. Also ein Teil aus diesem Ludwig Beganghofer, ich habe das alles mit Ludwigs fahren. Die Sonne blinkte schon über die Berge auf den glatten See herunter. Doch im Hotel war alles noch schlummerstille, als ich die Kletterei begann. Im ersten Stockwerk stand das Fenster offen und das musste eines von den drei Zimmern der vier geheimnisvollen sein. Ich guckte in den Raum, es war ein hübscher Salon, sonst war irgendetwas Wissenswertes nicht zu sehen. Doch als ich weiterklettern wollte, stand ein Herr am Fenster in hellen Beinkleidern und blauseidenem Nachthemd. Ein gut konservierter 40er mit energischem Schauspielerkopf, mit einer schlanken, festen Nase in dem gescheiten Gesicht, das einen klugen Mund und geistvolle, heiter blitzende Augen hatte.
Mit beiden Händen seine Hüften fassend, guckt er verwundert rein und fragt den gemütlichen Wiener Dialekt: Sie, was machst denn da? Eine Turnerübung am Blitzableiter? Ich hielt es für notwendig, die verwunderliche Sache ein bisschen zu motivieren. Weil ich unter dem Dach da droben wohne, der Weg da hinauf ist der nächste in meine Stube. Er lachte, streckte den Kopf zum Fenster heraus und sah in die Höhe. Da haben's aber noch weit bis auf. Möchten Sie als verständiger Mensch nicht lieber umkehren? Nein, mit seinen klugen Augen betrachtete er mich forschend, während der Morgenwind die Falten seines blauseidenen Nachthemdes blutern machte. Sie, wer sind's denn eigentlich? Gestatten mir, mich vorzustellen, Dr. Ganghofer aus München. Mein Name schien ihm eine heitere Verblüffung zu bringen. Lachend betonte er meinen Vornamen. Ludwig Ganghofer, der vom Herrgottschnitzer? Zu dienen. Na sowas. Da machen sie aber jetzt augenblicklich, dass ihnen in narrische Glieder am Boden kommen. Kraxeln so wie, aber flink. Der Inhalt der nächsten 10 Sekunden sieht in meiner Erinnerung wie eine sehr dunkle, konfuse Sache aus. Ich rutschte und sprang, war drunten auf festem Boden und entschloss mich nun, doch als verständiger Mensch zum Umweg über die Treppe. Und völlig nüchtern war ich geworden. Wie es dann weitergeht, am Nachmittag, wie sie sich Tropfen haben, wie er gesagt hat, lachert, kraxeln's nur, auch in der Kunst so couragiert in die Höhe. Und so weiter, das könnt ihr noch selber lesen, wenn ihr das Buch kauft, heute um 20 Euro. Danke fürs Zuhören.